So, hier sind wir wieder und der Arin und der Alaya vertragen sich wieder. Das kommt aber nicht ganz von ungefähr. Ich habe einige Dinge ausprobiert, ich habe versucht herauszufinden, ob jemand anderen diesen Bug auch schon hatte. Das schien scheinbar nicht zu sein und ich habe es zumindest nicht gefunden. Oder diejenige hat es nicht ins Internet geschrieben und ich habe es halt gefunden, je nachdem. Ich habe das Ganze mal auf die Version 1.69 gepatcht, das Spiel. Das ist der letzte offizielle Patch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr seht momentan noch keine großen Veränderungen. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, war, dass das Spiel etwas kontrastreicher wurde von der Grafik her und dass einige Soundstücke mit reingenommen wurden. Das habe ich noch gelesen. Und, ach ja, stimmt, die Schrift hat sich teilweise noch ein bisschen verändert, was ich ganz angenehm finde, weil sie ist für mich damit leichter lesbar, ehrlich gesagt. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen. So, Arin und Alaya, Arin und Alaya vertragen sich jetzt wieder und ich musste dafür lediglich einige Dinge nochmal neu aufnehmen, also letzten paar Stunden, ehrlich gesagt, muss ich neu aufnehmen, deswegen habe ich im Turm einiges jetzt teilweise übersprungen. Ich habe jetzt wieder, ich habe die Dame wieder befreit, ich habe den Magier wieder befreit, das waren so die Hauptdinge und ich habe ein paar Dinge noch aufgesammelt, die werde ich auch gleich noch verkaufen. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Krimskrams im Gepäck von dem und meinen Streifzügen jetzt eine nicht identifizierte Rüstung. Bestahler Lederrüstung plus 3. Okay. Rüstungsklasse 3. Das ist nicht so gut. Ich habe, glaube ich, da deswegen noch meine alte Rüstung ein, weil ich die neue halt nicht gefunden habe. So. Egal. Priester des Tür. Ich grüße euch. Ich werde dir ein paar Dinge verkaufen, die ich noch gerade so aufgesammelt habe. Das werde ich auch relativ kommentarlos mal machen. Und ja, ich habe übrigens auch wieder die Morgana oder wie auch immer sie hieß, getötet. Die Oberstportage habe ich jetzt reingelegt. Ja, das mag alles sein. Trank Unsichtbarkeit braucht kein Mensch. Ich habe tatsächlich alles Mögliche probiert. Ich habe versucht, den Arien zu töten. Ich habe versucht, die Alaya zu töten. Aber die sind beide halt untötbar. Irgendwas hat es ausgelöst. Schutzgabe ist plus 3, oder mal? Ich glaube, den wollte ich ja. Wollte ich doch tragen, oder? Rettungsbuff universell plus 3. Ach, das andere gibt Rüstungsklasse generell plus 3. Das ist, glaube ich, ganz geil. Ich glaube, das nehme ich mal. Bleibe ich also dabei. Gefängnisschlüssel brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ist hier unten noch irgendwas drin? Hier sind noch irgendwie einige Bücher. Forschungstagebuch über den Blutkrieg brauche ich nicht. Habe ich es überhaupt schon gelesen? Keine Ahnung. Das kleine Tagebuch brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die Notiz. Kann ich untersuchen. Brief an Aribeth. Habe ich schon gelesen. Und das Buch hier. Morgrims Tagebuch habe ich gelesen und sollte es gleich dem Dingens zeigen. Dem Arin Gent. Und genau deswegen bin ich ja auch hier. Moment. Ich speichere jetzt nochmal letztmalig Arin. Zum Glück wissen wir durch euch, wo dieser Kult sich aufhält. Sie verstecken sich bei den Magiern im Heerturm von Luskan. Jetzt ist klar, warum sie mit so viel Macht und List agieren können. Ja, Arin, ich habe übrigens einiges über den Kult im Heerturm herausgefunden. Gut gemacht. Ich weiß, dass Fürst Naschas Vertrauen in euch mehr als gerechtfertigt war. Kommt, sagt mir, was ihr erfahren habt. Ich erzähle Arin von Maugrim und von Aribeths Verrat. Aha. Dieser Gegner ist sogar noch schattenhafter, als ich gedacht hatte. Den Rest sagst du offenbar nicht. Der Name Maugrim sagt mir nichts. Ebenso wenig dieses Wesen, das ihr seine Herrin nennt. Fürstin Aribeth zum Feind übergelaufen. Ja, sogar die Führerin ihrer Armee. Das ist schlimmer als alles, was ich mir ausgemalt hatte. Schlechte Nachrichten. Wahrlich schlecht. In der Tat. Aber was hat dieser Maugrim vor? Konntet ihr herausfinden, ob hinter diesem ganzen Wahnsinn irgendein Plan steckt? Ja, Arin von den Worten der Macht erzählen. Das könnte die erste gute Nachricht sein, die ich bisher gehört habe. Es zeigt, dass wir vieles noch nicht wissen und schnell lernen müssen, wenn wir überleben wollen. Aber wenigstens bringt ihr uns Hoffnung. Vielen Dank. Lasst uns schnell zu Fürst Nascha zurückkehren und eure Entdeckung besprechen. Dann werden wir unser weiteres Vorgehen planen. Wunderbar. Ich beende das Gespräch und es wird geladen. Wunderbar. Damit bin ich, glaube ich, jetzt im dritten Kapitel. Der Feind wurde schließlich im Heerturm der Arkanen Bruderschaft gefunden. Es war Maugrim Kurutir, ein verrückter Prophet, der den Ausbruch des heulenden Todes verursacht hatte. Doch mit dieser Enthüllung kam der zweite Verrat. Aribeth, durch die Hinrichtung ihres Geliebten in den Wahnsinn getrieben, dürstete nach Rache und verbündete sich mit Maugrim. Zusammen stellten sie eine furchterregende Armee auf die Beine, um Niewinter anzugreifen. Doch die Stadt wurde von einem größeren Übel bedroht. Maugrim und seine Anhänger strebten nach den Worten der Macht, den Überresten einer längst vergessenen Magie, um dem Norden Zerstörung zu bringen.
Niewinters Helden wurden in die nördliche Einöde zu den Stämmen der Utgard geschickt, um diese verschollenen Artefakte zu bergen. Denn sollte es Maugrim als erstem gelingen, die Worte der Macht zu finden, würde die Stadt des Nordens sicher fallen. Und wo sind wir jetzt? Wir sind offenbar hier mit all unseren Gefährten. Ich würde ganz kurz erstmal den Arin ansprechen, offenbar. Das scheint dir fast so eine Gewohnheit zu werden, oder? Wieder einmal wird Niewinter bedroht und wieder einmal dürft ihr uns alle retten. Weiter. Diesmal untersteht ihr direkt mir. Nach Aribeth Verrat hat mich Fürst Nascher von der Position des Spionagemeisters zu seinem Stellvertreter befördert. Um ehrlich zu sein, ziehe ich es eigentlich vor, aus den Schatten heraus zu agieren. Doch da Niewinter meine Dienste benötigt, werde ich ohne zu murren dienen. Es ist eine Ehre, nie wieder zu dienen, Arin. Naja, man kann sich seinen Lebensunterhalt auch auf schlechtere Art und Weise verdienen. Nie wieder bezahlt jene gut der Stadt helfen. Niewinter kann alle Verbündeten dringend gebrauchen. Egal, ob sie für die Ehre, aus Pflichtgefühl oder des Goldes wegen dienen. Sehr schönes Holz übrigens. Ich habe die Berichte meiner Agenten studiert und muss sagen, dass es wahrscheinlich düster aussieht. Die luskanischen Truppen marschieren mit Aribeth an ihrer Spitze gegen Niewinter und schleifen das Land, wo auch immer sie durchkommen. Sie hinterlassen eine Spur der Zerstörung. Besonders beunruhigend sind die Berichte, dass die Orks und einige der Utgard-Stämme sich Aribeth und der luskanischen Armee anschließen, um zu plündern und zu brandschatzen. Ich kann einfach nicht glauben, dass Aribeth niemanden Niewinter verraten hat. Gibt es denn niemanden, der Niewinter unterstützt? Das Grafenbündnis ist uns zu Hilfe geeilt. Ohne das Bündnis würde unsere von der Pest schwer gebeutelte Stadt bereits jetzt unter Belagerung stehen. Ein Teil der Utgard hat sich ebenfalls auf unsere Seite gestellt. Der Stamm des Schwarzen Löwen hat sein Lager hier bei Beorunas Brunnen, einer geheiligten Stätte der Utgard, aufgeschlagen. Doch um Aribeth und die luskanische Armee sollen sich besser die Generäle auf dem Schlachtfeld kümmern. Auf euch wartet ein viel wichtigerer Auftrag. Haben eure Spione etwas über Maugrim in Erfahrung gebracht? Die wenigen Berichte, die wir über Maugrim haben, lassen mich darauf schließen, dass er die luskanische Armee nicht selbst begleitet. Er scheint das Kämpfen Aribeth überlassen zu wollen. Die hat sie ja darin geschult, nicht wahr? Ich denke, dass Aribeth und die luskanische Streitmacht nur ein Ablenkungsmanöver darstellen. Es soll unsere Truppen und Ressourcen binden und uns von den wahren Bedrohungen ablenken. Ein Ablenkungsmanöver? Es war nicht leicht, Informationen über Maugrims Kult zu sammeln. Wir wissen jedoch, dass sie alles daran setzen, uralte Artefakte, die sogenannten Worte der Macht, zu suchen. Ja, das wisst ihr von mir. Wir wissen nicht, was diese Worte sind und warum Maugrim nach ihnen strebt. Wir wissen nur, dass es mindestens 3 dieser Artefakte gibt und dass wir auf keinen Fall zulassen dürfen, dass sie dem Kult in die Hände fallen. Ihr müsst diese uralten Worte vor Maugrim finden. Ich fürchte, dass jeder Sieg, den das Grafenbündnis erstreiten mag, sinnlos ist, wenn euch dies nicht gelingt. In Ordnung. Habt ihr denn irgendeine Ahnung, wo ich nach den Worten der Macht suchen soll? Es gibt Berichte, dass Maugrims Anhänger das ganze Land durchsuchen. Ja, die Hügel und Berge im Norden, die Wälder im Westen und sogar das große Farmland im Süden. Ich wünschte, ich könnte euch mehr mit auf den Weg geben. Vielleicht könnt ihr von Lillian Cambridge mehr erfahren. Sie ist eine Expertin für alte Artefakte und behauptet, Wissen über die Worte der Macht zu besitzen. Lillian hat versprochen, all meinen Beauftragten in dieser Angelegenheit zu helfen. Ihr könnt sie vermutlich in der Schenke im Südosten des Lagers finden. Ich weiß, dass sich das nach einer unmöglichen Aufgabe anhört. Aber ich kenne niemanden außer euch, den ich auf einen derartigen Auftrag schicken könnte. Was soll ich eigentlich tun, wenn ich eins dieser Worte gefunden habe? Wenn ihr eins der Worte findet, bringt es hierher zu mir. Mein Untergrundnetzwerk wird es zur sicheren Burg von Fürst Nascher bringen. Ja, was bringt man dabei eigentlich für mich raus? Seid versichert. Wenn ihr irgendeins der Worte der Macht zurückbringen könnt, wird eure Belohnung groß sein. Niewinter und das Grafenbündnis werden ausgesprochen großzügig sein. Das trifft sich. Wo kann ich eigentlich Vorräte bekommen? Dieses Lager wurde als Basis sowohl für den Krieg als auch für jene errichtet, die nach den Worten der Macht suchen. In den einzelnen Gebäuden findet ihr, was auch immer ihr an Geschäften braucht. Ja, dann ich gehe mal. Ich wünsche euch viel Glück bei eurem Auftrag. Das Überleben von Niewinter hängt von eurem Erfolg ab. Vielen Dank. Ich beende das Gespräch und werde mir gleich mal meinen Grimmigbeißer wieder schnappen.
Die Feuer des Krieges brennen am Horizont. Warum bin ich nicht überrascht, dass ich euch hier treffe? Ihr wollt wohl eure blutgetränkte Geschichte auf der Schmiede des Gemetzels schreiben? Ja, das hast du nicht ganz geschrieben, Mocky. Warum überrascht es mich nicht, dass ihr... Warum überrascht es mich nicht, dass ihr hier seid, um euer blutiges Vermächtnis im Hochofen des Tötens zu schmieden? Und warum sage ich eigentlich andere Dinge als die, die ich schreibe? Freut mich, euch wiederzusehen, Grimmigbeißer. Kaum drehe ich mich um, habe ich eure blöde Fresse vor der Nase. Das nervt langsam. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil ich ja, dass ich ihn gerne hätte. Und er hat eine andere Kleidung. Guck mal, er hat vorher so einen langen Mantel an. Nicht viele freuen sich, ein Mitglied meines Ordens zu sehen, Selena. Doch ihr seid aus demselben Holz geschnitzt wie ich. Wir scheuen nicht den Tod und das Töten. Als ich hörte, dass Arin Gent Söldner für seine Zwecke rekrutierte, wusste ich, dass ihr kommen würdet, Selena. Genau wie ihr es tatet. Unsere Geschicke scheinen aufs Neue verbunden zu sein. Aribes Verrat hat die Feuer des Krieges entfacht und ich brenne darauf, den Anfang des Tötens zu sehen. Wenn wir Glück haben, wird dieser Krieg die ganze Region umfassen. Wisst ihr eigentlich etwas über die Worte der Macht, Grimmigbeißer? Ich habe nichts über diese Worte gehört, Selena, obwohl ich früher mit meinem Clan in den Bergen im Norden gelebt habe. Ihr habt in dieser Gegend gelebt? Vor langer Zeit wohnte mein Clan in den Drachenbergen, doch als Brünnor Heldenhammer die Mithralhalle wieder einnahm, gingen wir, um mit den anderen unserer Art zu vereinen, die sich um sein Banner scharten. Nachts konnte man oft große Drachen sehen, die am mondbeschienenen Himmel kreisten. Es gab viele Legenden über die Schätze, die diese geflügelten Schlange bewachte, und über die mächtigen Artefakte, die darin zu finden wären. Ich kann mich nicht speziell an die Erwähnung der Worte der Macht erinnern, aber ich kann nur annehmen, dass solch ein machtvoller Gegenstand wohl im Lager eines Drachen gefunden werden könnte. Wenn ihr wollt, Selena, werde ich euch gerne begleiten, um die Worte der Macht zu finden. Ich habe keinen Zweifel, dass unsere Partnerschaft eine Heimsuchung des Todes überall im Land hervorbringen würde. Wie solltet ihr zusammentun, Grimmigbeißer? Zusammen werden wir eine Welle des Todes bringen, um den Norden des zu ertränken, Selena. Ach, er hat aber so fröhliche Sprüche drauf. Apropos Grimmigbeißer, das wollte ich eigentlich letztes Mal schon machen, letzten Folge und eigentlich schon jetzt dementsprechend dann vor 5 Stunden ungefähr. Ich möchte nur ein Weilchen reden. Ein Gespräch ist sicher eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, bis der stille Fürst uns holen kommt. Worüber möchtet ihr sprechen? Mich interessiert, wie ihr bei Aribers Verrat denkt und was haltet ihr davon? Ich betrachte ihr Tun mit gemischten Gefühlen. Man sagt, die Exekution ihres Gefährten habe sie zu dem Verrat getrieben. Sie konnte seinen Tod nicht akzeptieren und ist vor Trauer und Rachsucht wahnsinnig geworden. Für ein Mitglied vom Orden des Langen Todes scheint eine Reaktion auf ein unvermeidbares Ereignis eher kindisch. Der stille Fürst kommt zu uns allen. Wir können genauso gut lernen, dies zu akzeptieren. So verurteilt ihr, was sie getan hat? Oder den Tod zu akzeptieren ist eine Sache, euren Liebsten direkt vor euch aufgehängt zu sehen ist etwas anderes. Das stimmt. Aber ich frage nach deiner Meinung. So verurteilt ihr, was sie getan hat? Die Motive für ihre Handlung scheinen mit mir närrisch, doch die Ergebnisse sind angenehm. Sie hat Krieg in den Norden gebracht. Tausende werden schmerzhaft sterben. Schreiende Tote unter den Klingen, der sie freigesetzt hat. Der stille Fürst ist begierig darauf, an der Tafel zu speisen, die Aribev ihm bereitet hat. Und während der Tod sich an Soldaten und Zivilisten gleichermaßen sättigt, werde ich zugegen sein, um meines Meisters Völlerei zu bezeugen. Es ist grausam, das zu sagen. Ihr seid ein blutrünstiger Irrer, Grimmigbeißer. Das gefällt mir. Ihr seid ein kranker und böser Mann, Grimmigbeißer. Zu böse für meinen Geschmack. Nein, ihr seid ein blutrünstiger Irrer. Das gefällt mir. Ihr habt eine Liebe für Tod und das Blutvergießen, die außerhalb des Ordens selten ist, Selena. Doch auch ihr könnt die Schönheit des Todes oder die Mysterien des Stillfürsten nicht wirklich erahnen. Als ein Mönch des Langen Todes wurden an mir Rituale und Zeremonien verübt, die einen wahren Lehrling dessen hervorgebracht haben, was andere in ihrer Ignoranz fürchten. Folter, Pein und Leiden... Und auch der Tod selbst. Diese Dinge sind schön. Ich könnte diese Dinge nie für besonders schön halten, Grimmigbeißer. Ihr seid ein böser, böser Mann. Ich töte, wenn ich es muss, Grimmigbeißer, aber ich bezweifle, dass ich etwas Schönes darin sehen kann. Werde. Tod, Töten, Pein, Qual. Ich liebe diese Dinge bereits, Grimmigbeißer. Vielleicht könnte ich eurem Orden beitreten. Aber mal gucken. Eure Begeisterung ist erfrischend, Selena. Ihr erfreut euch an der Arbeit des stillen Fürsten, aber ihr verneigt euch nicht wirklich vor ihm. Ich spüre, ihr würdet noch immer vor eurem eigenen Tod zurückschrecken. Wenn ich die Erfahrung meiner Initiierung in den Orden mit euch teilen könnte, würdet ihr vielleicht anfangen, einen kleinen Blick darauf zu erhaschen, was Tod wirklich bedeutet. Die einzige, reine, absolute Wahrheit einer nicht perfekten Existenz. Ich würde sowieso nie etwas darüber hören wollen. Also erleuchtet mich, erzählt mir von den Ritualen eures Ordens. Nein, Selena, jetzt ist nicht die Zeit. Begierig wie ihr seid, fürchte ich doch, ihr seid...
ihr seid noch nicht bereit für die Weisheit, die ich teilen würde. Vielleicht werde ich später mehr davon erzählen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ihr seid noch nicht bereit. Machen wir uns an unsere Aufgabe. Ich bin sicher, wir werden den gesamten Norden in den Tod bringen. Tja, du bist wieder bei mir. Das freut mich sehr. Ich speichere das Ganze mal. In welchem Level bin ich eigentlich gerade? Ich bin im Level 13 noch immer. Ich bin immer noch relativ unweise. Vielleicht soll ich mal wirklich einen Punkt auf Weisheit setzen, dass ich nicht mehr doof bin. Ich brauche noch ungefähr 8000 Erfahrungen zum nächsten Level. Und wir befinden uns in Kapitel 3, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Gut, mit dem Rest muss ich nicht unbedingt reden, weil der Rest mir eigentlich egal ist, wahrscheinlich eh keine großen Tipps gibt. Aber man kann schon mal sehen, dass sich einige von euch, glaube ich, ein bisschen verändert haben. Ich glaube nämlich, diese Charovin hatte, glaube ich, vorher keinen Umhang. Und auch Lino Lanerai hatte, glaube ich, keinen Umhang. Und wie gesagt, Grimmig Weiser hatte auf jeden Fall nicht so einen Stachelpanzer wie die Legion of Doom, sondern einfach einen lustigen, kleine, schwarze Kutte. Wir haben die Herrscher von Niewinter hier. Natürlich, immer müssen wir gleich ein bisschen indoktriniert werden hier. Nein. Will ich nicht lesen, habe ich nämlich schon mal gelesen. Luskan habe ich auch schon mal gelesen. Ach, hier, beim Schließensymbol sind wir übrigens relativ gut. Warte mal, haben wir noch irgendwas? Nein. Ja, zeige ich euch nochmal hier. Ich finde bei der Schließenschrift, also bei der Schrift vom Schließen hier, sieht man relativ gut, dass die Schrift ein bisschen verändert hat. Und ich finde, sie hat ein bisschen mehr Stil. Es ist komisch, das auszudrücken, aber es ist so. Hier ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Okay, wir gehen einfach mal hier lang. So, irgendwo in einer Schenke soll sich eine Dame befinden, die etwas mehr über die Worte der Macht weiß. Das ist schön. Wo sind wir hier eigentlich? Aringens Unterkunft, Enklave des Mantels mit den 4 Sternen. Sieht ein bisschen aus wie Letzthafen, muss ich gestehen. Kann man hier mal echt einen Kram mitnehmen? Ja, kann man. Buch der Stiefel. Okay, das ist neu. Der kriegt zwischendurch eine Dunkelheit. Kann ich mal kurz hier hinpacken. Buch der Stiefel. Die ausschweifende, bauschige und langgezogene Handschrift, in der dieses Manuskript verfasst ist, lässt schon wenig Raum für Spekulationen über den Verfasser. Das Magiersiegel innen am Einband beseitigt dann jeden Zweifel, dass es sich hierbei tatsächlich um eines der vielen Werke über die Herstellung magischer Gegenstände handelt, die Hasuraman, verfasst hat. Die Herstellung der als Gargülenstiefel bekannte Fußbekleidung, wobei einige immer noch auf der unsinnigen Bezeichnung Stiefel der Gargülen bestehen, ist ein komplexer und anspruchsvoller Vorgang, an dem man sich nicht unbedacht heranwagen sollte. Bevor man überhaupt mit der Prozedur beginnt, ist es unerlässlich, sich in die kontrollierte Umgebung eines Magierlabors zu begeben, um Verunreinigungen auszuschließen, die den ganzen Vorgang ineffektiv machen würden. Wie man sich leicht vorstellen kann, ist die wichtigste Zutat der Schädel eines der Wesen, von dem die Stiefel ihren Namen haben. Er muss dann mit einem Bodak-Zahn zusammengefügt und mit dem Zauber Steinhaut belegt werden, um die Erschaffung der besagten Stiefel abzuschließen. Ja, warum eigentlich nicht? Können wir kurz mal behalten. Schön, dass wir es hier draußen finden. Wir haben eine Sonnenuhr. Die haben uns damals immer Hinweise gegeben auf interessante Dinge. Nach der Sonnenuhr ist es ungefähr 7 Uhr abends. Okay. Hier ist ein Schild. Was ist das für ein Schild? Also was steht auf dem Schild drauf, meine ich? Trinkhalle. Ist ja wie ein Pott hier. Einmal Genesung bitte. Einmal ein paar Mal Riesenband. Ich finde es gut. Oder ich fände es gut eher. Ich finde, es ist ja leider nicht der Fall. Wenn wir Dinge, die wir schon mal identifiziert haben, einfach nicht nochmal identifizieren müssten. Also Vampirpfeile zum Beispiel ist ja so ein Ding. So ein kleines Ärgernis, was ich ungefähr alle 5 Minuten identifizieren darf. Aber egal. Lassen wir mal hier reingehen in die Trinkhalle. Und schauen, ob wir hier jemand Interessantes finden. Wahrscheinlich finden wir hauptsächlich viele Gespräche. Lillian Cambridge, mit dir wollen wir noch sprechen. Was für ein Zufall, dass du Cambridge heißt. Du hättest auch Lillian Oxford heißen können, nicht wahr? Wurde auch langsam Zeit, dass... Oder Princeton. Ich warte schon mindestens 10 Minuten darauf, dass jemand mein Glas wieder füllt. Ich bin nicht hier, um euer Glas zu füllen. Ich bin Selena Bergwacht. Ich arbeite für Aringent. Ah, ja, Selena Bergwacht, der Held, die Heldin von Niewinter. Ich würde auf eure Heldentaten anstoßen, aber mein Glas ist ja leider leer. Ich heiße Lillian Cambridge, bin Archäologin und die führende Expertin auf dem Gebiet von Antiquitäten und legendären Artefakten im Norden. Zweifellos hat euch auch Aringent bereits gesagt, dass ich hierher kam, um mein ziemlich einzigartiges Wissen dem Grafen bitte zur Verfügung zu stellen. Ja, du hast übrigens lustig wippendes Haar, wenn du gerade so ein bisschen hin und her wappelst. Kann das mal kurz sehen? Ja, die Frisur hat ein Eigenleben. Sehr trumpig hier. Ich möchte euch gerne einige Fragen stellen. Deswegen bin ich ja hier, um eure Fragen bezüglich der Worte der Macht und der Schöpferrasse, die sie angefertigt haben, zu beantworten. Und natürlich kommt, um die örtlichen Weine zu kosten. Okay, gleich mal direkt. Wo kann ich die Worte der Macht finden? Wenn es doch nur so einfach wäre, Selena. Ich würde gerne,
wenn es nur so einfach wäre, Selena, würde ich gerne ihren Standort für euch auf einer Karte einzeichnen. Ich habe Arin Gent bereits alles mitgeteilt, was ich weiß. Ihr müsst euch stets vor Augen halten, dass die Worte der Macht tausend und abertausend Jahre alt sind. Die Schöpferrasse, welche die Worte der Macht geschaffen hat, existierte zu einer Zeit, die weit vor der Gründung der ersten Elfenkönigreiche liegt. Alles, was ich über sie weiß, beruht auf Mythen und Legenden. Aber ihr müsst doch zumindest irgendetwas wissen. Ich weiß, dass mehrere Worte der Macht erschaffen wurden. Sie wurden im Norden verstreut und sind nun schon seit zahllosen Jahrtausenden verschollen. Es gibt nur noch Gerüchte über die Orte, an denen sie vielleicht verschwunden sind. Manche Leute glauben, die Drachen, die in den Bergen im Westen hausen, hätten die Worte der Macht an sich genommen. Andere behaupten, es gebe Hinweise auf ihre Fundort in den seit lange verlassenen Ruinen weit im Süden der Feste Ilkard. Oder man müsse in den Wäldern im Norden suchen. Die Wahrheit ist wohl, dass sie überall sein könnten. Ich denke allerdings, dass ich nach jahrelanger Forschung den Fundort eines der Machtworte lokalisieren konnte. Wo kann ich dieses Wort finden? Bevor ich euch den Ort verrate, an dem ihr das Wort der Macht finden könnt, müsst ihr mir einen Gefallen erweisen. Mir wurde vor kurzem etwas gestohlen, das mir sehr viel bedeutet. Es handelt sich um eine Schneekugel, die ich für einen sehr reichen Gönner beschafft habe. Wenn ihr wollt, dass ich euch sage, wo ihr das Wort der Macht finden könnt, müsst ihr diese Schneekugel für mich beschaffen. Ich kann nicht meine Zeit beeilen, damit einen vergeudet, eine Schneekugel zu suchen. Lass es mal pragmatisch bleiben. Wo kann ich die Schneekugel finden? Oder erstmal, wenn ihr wisst, wo eins der Wörter der Macht ist, dann solltet ihr das letzte besser sagen. Wir wollen euch, dass irgendwas Hässliches passiert. Komm, ich bin ein böser Charakter, warum nicht? Erspart mir die Drohung, Selena. Arin Gent hat mich höchstpersönlich hierher geladen. Was denkt ihr wohl, wird er mit euch tun, wenn ihr versucht, mir auch nur ein Haar zu krümmen? Bringt mir meine Schneekugel und ich werde euch bereitwillig alles berichten, was ich über den Ort weiß, an dem man das Wort der Macht finden kann. Doch bis ich die Schneekugel bekomme, bleibt mein Geheimnis auch mein Geheimnis. Na gut, wo kann ich denn die Schneekugel finden? Ich war dabei, die Schneekugel meinem Käufer zu liefern, als sie von einem skrupellosen und äußerst charmanten Magier namens Nax gestohlen wurde. Nax sagte mir, dass er diese Gegend zu Forschungszwecken bereist. Scheinbar hat er nördlich von hier im kalten Wald einen magischen Eingang zu der verlassenen Labor eines lang verstorbenen Magiers gefunden. Ich wette, dass Nax das Labor jetzt gerade untersucht und meine geliebte Schneekugel dabei hat. Um ihm zu folgen, benötigt ihr diese Teleportationsschriftrolle. Nax hat mir erklärt, sie wäre die einzige Möglichkeit, das magische Portal zu passieren, das diese Anlage schützt. Okay, und wie habt ihr eigentlich die Teleportationsschriftrolle in die Finger bekommen? Und warum hat Nax euch das eigentlich alles erzählt? Ich bin eine attraktive Frau und recht kompetent überdies. Ich bin eine attraktive und recht kompetente Frau, die auch durchaus bereit ist, ihren Charme einzusetzen, wenn es ihren archäologischen Nachforschungen dient. Nax lud mich auf ein paar Getränke ein und wir kamen über unsere Forschung ins Gespräch. Dabei führte eines zum anderen. Anschließend, als Nax eingeschlafen war, borgte ich mir die Schriftrolle aus und schlich mich aus dem Raum, um mir Kopien anzufertigen. Dann legte ich die Schriftrolle in seinen Rucksack zurück. Ich plante mir dieses Labor später selber einmal ein wenig genauer anzusehen. Ich gerne offenbar. In meinen Helm. Doch während ich die Kopien machte, stahl Nax meine Schneekugel. Mir fiel der freche Diebstahl erst auf, als er schon längst verschwunden war. Naja, eigentlich bin ich ja selbst schuld, ihn da allein schlafen in mein Zimmer zurückzulassen. Erinnert mich übrigens gerade sehr an eine James Bond-Szene aus einem älteren Film. Ich bin Nax nicht böse für das, was er getan hat. Ich möchte nur meine Schneekugel zurück, bringt sie mir und ich sage euch, wo ihr eines der Worte der Macht finden könnt. Das klingt ja so, als ob die Schneekugel ziemlich wichtig wäre. Was werdet ihr mir sonst noch geben, wenn ich sie zurückbringe? Ja, wir können es mal probieren. Was soll das jetzt? Ihr habt doch nicht einmal begonnen, euch um den Auftrag zu kümmern und schon steht das unsittliche Begehren nach einer Belohnung im Raum? Bringt mir die Schneekugel, wir können darüber sprechen, Selena. Es bringt gar nichts, über einen Preis zu sprechen, wenn ihr die Schneekugel noch nicht mal habt. Ja, komm, dann ich spreche wieder mit euch, sobald ich die Schneekugel für euch beschafft habe, Lillian. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück als die anderen. Bisher ist keiner zurückgekehrt, den ich Nax in den kalten Wald hinterhergeschickt habe. Na, super. Wir sehen schon, der Internet hat so ein bisschen eine gleichartige Struktur. Wieder einmal sollen wir verschiedene Dinge in den verschiedensten Himmelsrichtungen suchen. Im Norden sitzt irgendein Wald, im Westen gibt es irgendwelche Drachen, im Süden gibt es irgendwelche Ruinen und im Osten gibt es auch was Fantastisches bestimmt. Wahrscheinlich ist dann Niewinter einfach nur. Immer mal wieder gibt es irgendwelche Dinge, wahrscheinlich sollen wir jetzt wieder diverse Worte der Macht finden. Und vorab gibt es einen kleinen Einstandsauftrag. Und zwar von Lillian Cambridge sollen wir in den Norden gehen, um eine Schneekugel zu besorgen. Okay, Averick, wer bist du denn? Ich grüße euch. Lächeln, Süße. Heute ist euer Glückstag. Ich mag ja alt sein und überall die Kritze haben, aber lasst euch nicht davon abschrecken. Heute gibt's das Sonderangebot. Ein kostenloser Ritt auf dem wilden Averick. Für jeden Mensch, die vorbeikommt. Okay. Ich würde mich eher mit einem toten Oger einlassen. Vergesst es, ihr seid nicht mein Typ. Klar, ich habe immer Lust auf ein wenig Liebe. Ja, dieser Monolog klang wie Liebe. Ihr habt ein echtes Problem mit eurer Einstellung.
Na und? Was wollt ihr dagegen tun? Versucht irgendetwas und ihr Soldat des Grafenbündnisses in diesem Lager hängt an eurer Kehle. Also steckt euch eure dämlichen Vorbehalte gegen meine Einstellung dorthin, wo die Sonne nicht scheint. Und lasst mich in Ruhe. Okay, wir haben einen dubiosen Kerl, den sprechen wir gleich an, der auch noch in schwarz gekleidet ist. Er hält auch einen Trenchcoat mit der Heu. Das ist bloß für sicher für die Pferde, okay. Noch mehr Heu. Der hätte auch genauso gut einen Trenchcoat und eine Zeitung mit Loch tragen können. Aber ich will mal eins probieren. Speichern? Kann ich denn? Fallen lassen? Untersuchen? Nee, kann ich nicht. Na gut. Dann beleuchten wir den dubiosen Kerl etwas genauer, nicht wahr? Ihr seht auch. Du bist kein Kerl, du bist eine dubiose Frau. Oder ein dubioses Mädchen, ein dubioser Halbling vielleicht, mit ebenfalls poppelndem Haar. Ihr seht aus wie jemand, der weiß, wie man in den Schatten überlebt. Und wenn es so wäre? Vielleicht sollte ich die Stimme ein bisschen anpassen. Bei mir seid ihr an der richtigen Stelle. Ich habe alles, was das Leben leichter macht. Na, lasst mir kurz eure Waren sehen. Reaktion des Händlers ist unfreundlich. Na, das ist okay für mich. Was ist das? Akademikbasis Edelstein wahrscheinlich. Genau. Habe ich noch irgendwas Schlechtes? Mittelschwere Wunden heilen, bitteschön. Das sieht mir aus wie Beistand. Okay, was habt ihr denn so Feines? Lederrüstung plus 2, Lederrüstung plus 2, Lederrüstung plus 1. Okay, okay, okay. Ein Waffenrock. Ein Gürtel der Beweglichkeit plus 2 ist wahrscheinlich mehr Geschick, nicht wahr? Jawohl. Geschicklichkeitsarmschienen plus 3, das ist auch nicht schlecht. Was habe ich dafür? Wundersame Handschuhe, die mir was bringen. Mehr Bonuszauber, das ist, ja, okay. Gut, 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 gut. Was haben wir hier da hinten noch? Die Geheimrüstung. Catnam plus 2 und eine Schurkenrüstung. Ich habe gerade gelesen, Schinkenrüstung. Für nur 33.000 Gold. So, was bringt es denn? Fertigkeitsbonus leise bewegen plus 6. Verstecken plus 6. Nur Benutzer von Schurke und Rüstungsbonus plus 3. Sehr, sehr angenehm für Schurken zumindest. Haben wir eigentlich eine bessere Armbrust? Ich glaube nicht so wirklich daran. Leichte Armbrust. Schwere Armbrust plus 2 ist nicht besser als das, was ich habe. Von daher ist es egal. Was haben wir hier? Welche lustigen Tränke. Und hier haben wir Schutzgarabies plus 3. Ja, okay. Habe ich gerade verkauft. Amulette natürlich eine Rüstungsklasse plus 3. Okay. Schutzring plus 3 und Schutzring plus 2. Was habe ich denn? Ich habe schon einen Schutzring plus 3. Bleiben wir noch dabei. Und was ist hier noch? Haben wir vielleicht einen geilen, nimmervollen Beutel? Nein, haben wir nicht. Na gut, dann nicht. Ich muss unbedingt mal irgendwann einen Schurken spielen. Ein Schankwirt. Ich grüße euch, mein Kind. Wollt ihr etwas trinken, werte Dame? Wir haben eine ausgezeichnete Auswahl an Getränken. Hier sind eine Menge Soldaten. Ihr verkauft doch keine Drinks an Soldaten, die im Dienst sind, oder? Was? Nein! Ich würde niemals einen Soldaten im Dienst einen Drink verkaufen. Das würde mich ja meine Lizenz kosten und dann wäre ich ruiniert. Und verbreitet lang keine Gerüchte, meine Dame. Nicht einmal als Spaß. Es geht hier schließlich um meine Lebensgrundlage. Na, dann gebt mir mal 50 Gold oder ich erzähle allen, dass ihr Bier an Soldaten im Dienst ausschenkt. Und das würde euch das Geschäft kosten. Was? Ihr wollt mich nur erpressen? Ich dachte, ich hätte solche Probleme hinter mir, nachdem ich Westtor verlassen habe. Ihr seid ja nicht besser als diese verdammten Nachtmasken. Gut, hier ist das Gold, aber nun lasst mich in Frieden. Nein, besser noch, verschwindet von hier. Ihr seid meiner Schenke nicht willkommen. Oh, 3 Punkte richtig böse, das freut mich sehr, vielen Dank. Für 50 Gold mache ich doch vieles. So, ich bin zwar nicht in deiner Schenke willkommen, aber ich gehe trotzdem mal hoch. Da in dieser Folge ich mehr zu viel anderen Dingen komme, außer dem. Obergeschoss, okay. Und wieder einmal schallt es meinen Ohren. Ist hier jemand drin? Bücherregal, okay. Das ist so sicher wie der Tod. Ich muss kurz mal ein Monster herbeiholen. Sehr schön. Finde ich hier irgendwas? Die schöne alte Tradition des Hotelzimmeraufbrechens. Sollte man nicht vergessen. Da. Ah, der schläft. Das ist okay. Dann bin ich ganz leise, während ich ihn beklaue und hau wieder ab. Auf zu den nächsten Zimmern. Ich stelle mich kurz mal hier hin und gucke, ob ich irgendwelche Fallen finde. Das scheint nicht der Fall zu sein. Die nächste Tür ist eingetreten, die nächste Truhe. Das schlafende Bürgerliche steckt auch mal sehr tief und fest. Er merkt nicht mal, wie ich die Tür einreiße. Oder die Kiste. Was haben wir denn? Wir haben etwas Goldmünzen, wir haben ein paar Diebeswerkzeuge und ein Alexandrit. Vielen Dank. Ich weiß, ich brauche eigentlich schon längst kein Geld mehr. Und könnte längst ausziehen, um das Böse zu bekämpfen. So sicher wie der Tod. Was haben wir hier in der Zwischenzeit? Wir haben die Rückkehr der Bestie, habe ich schon gelesen.
Nein, ich will den Typen gar nicht sprechen, ich werde dich nur hier ran. Und wir finden weitere kreischende Schleuderkugeln. Ich glaube, wir hatten schon ein paar gefunden vorhin. Was ist hier drin? Helms Feste, der Desterin und die Abenteuer von X, Y und Z, also von Trick, Trick und Track. Ich bin der Meinung, dass er mittlerweile sogar die meisten Bücher durchgelesen haben sollte, wenn nicht gar alle Bücher. Das finde ich ganz angenehm, dass man in diesem Spiel auch die Möglichkeit hat, öfter also an verschiedenen Stellen Bücher zu finden. Das heißt, man wird schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass man... Ach du roter Gott, Podest. Dass man möglichst alle Bücher lesen sollte. Und ich finde es auch eine gute Idee, das zu tun. Denn es verrät doch einiges über den Hintergrund aus dieser Welt. Kritische Wunden heilen, vielen Dank. Etwas Geld. Und was finde ich hier drin? Es scheint so, als könntet ihr mit diesem Objekt gerade nichts tun. Wahrscheinlich kann ich damit irgendwas tun, wenn ich sterbe, nicht wahr? Ist das nicht wieder, war es eines der Podeste, wo ich mein Inventar oder irgendwas finde? Wenn ich gestorben bin? Das ist so sicher wie der Tod. So, letzte Tür, letztes Glück. Die Sache ist erledigt. Was finden wir hier? Eine Truhe mit Falle? Ohne Falle, aber mit Schloss, immerhin. Die Sache ist erledigt. So, ein kleiner Schild, nicht identifiziert. Klärschild plus 2. Dieser magische Schild bietet seinem Träger erhöhten Schutz, doch er trägt keine Kennzeichen eines bestimmten Herstellers. Okay. Das ist doch nett. Ich werde kurz die Notiz hier mit reinpacken. Die brauche ich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber warte mal, eigentlich kann ich auch die ganzen Steine, wenn ich die noch habe. Habe ich nicht. Okay. Ich habe einen Armbrust. Schwerer Armbrust plus 3. Okay. Ach so. Haha. Ja. Natürlich habe ich die. Ja. Ja. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte, aber es ist nicht so wahnsinnig tragisch. Ich werde in der nächsten Folge, das heißt gleich, mal gucken, was sich sonst noch so in diesem kleinen Örtchen so zuträgt. Möglicherweise schaffe ich jetzt noch ein paar andere Aufträge an Land zu ziehen, damit ich gleich mehrere kleinere Dinge auf einmal abfrühstücken kann. Also falls ich noch weitere Nebenaufträge bekomme. Ich glaube, in den späteren Kapiteln, also in Kapitel 3, 4, ich weiß nicht, ob es ein 5. noch gibt, nehmen die Nebenaufträge doch rapide ab, wie bei den meisten anderen Rollenspielen das halt auch der Fall ist. Man geht dann viel mehr auf die Haupthandlung zu und das wird auch hier der Fall sein. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr, ganz so viele Dinge sammeln müssen. Momentan sammeln wir ja nur Worte der Macht und eine Schneekugel. Mal gucken, was der Loder noch sagt, der Lobber. Vielleicht hat der noch irgendwas Interessantes zu sagen, was wir vielleicht noch sammeln sollen. Man kann nie wissen. Wir sehen uns gleich wieder.